Knockout, der deutsche Wrestling Talk mit einem Special am Wochenende zur WWE Night of Champions. Wir talken über den großen anstehenden Pay-Per-View. Wir werden wie immer präsentiert von Moonsault.de. Und an meiner Seite sind diesmal sagenhafte 5 Personen, also inklusive mir 5 Personen. Wir haben wieder Crazy Sexy Mike ist dabei. Trainer, Wrestler, Heavyweight Champion von GSW und von GWF. Dann zu meiner Linken auch zum zweiten Mal dabei, Lucky Kid, Wrestler, amtierender Tag Team Champion und eine Hälfte der Young Lions. Ebenfalls in unserer Runde begrüße ich natürlich wieder Valandi Zanti, Kommentator, Moderator und Produzent. Dann Ahmed Cher, Drehbuchautor, Promoter, Stuntman, schön, dass auch er wieder dabei ist. Und meine Wenigkeit möchte ich natürlich auch vorstellen, Ingo Vollenberg, Redakteur, Regisseur, Ringsprecher. Ich freue mich wieder, für euch da zu sein und wir sprechen nun über Night of Champions. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein bisschen Leserpost. Habt ihr alle gesehen, dass es bei uns ganz schön aktiv wird auf unseren Communities? Ja, ist einiges los. Vor allem haben wir einen neuen YouTube-Channel, Ingo. Den hast du, glaube ich, gerade dezent unterschlagen. Nein, das ist eine Menge Informationen. Wir haben neuen YouTube-Channel, Knockout, der deutsche Wrestling Talk. Liken, abonnieren, teilen, alles. Ja, ihr kommt natürlich über unsere Facebook-Seite auf den Channel und ja, schaut euch das mal an. Hat mich auch sehr gefreut, dass diesmal schon auf YouTube einige Zuschriften kamen. Wir haben vor allen Dingen zu den Ladies ein bisschen was. Marvin Kaiser schreibt, sehr unterhaltsam, was würdet ihr von einem 4-Way Elimination Divas Championship Match bei WrestleMania halten? Bayley versus Charlotte versus Sasha Banks versus Becky Lynch. Wer Champion ist, ist mir eigentlich egal. Die Four Horsewomen von NXT gegeneinander. Hatten wir das nicht bei TakeOver? Ich muss jetzt gerade überlegen, wie die Takeover-Show lief. Am Ende meinst du im Ring? Nee. Diesen Four-Way gab es schon bei einem Takeover-Special. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das R-Evolution war oder ein anderer. Kann ich mir gut vorstellen. War großartig. Da ist ja erst so richtig herausgekommen, was in Becky Lynch nochmal so zusätzlich. Also ich meine, wir wussten es in dem Sinne, weil sie auch einige Jahre in Deutschland war. Aber da haben sie in den USA auch mal gemerkt, hui, da ist mal ein bisschen was. Apropos hui, da muss ich nicht zu Mike sagen. Sasha Banks gegen Bayley beim nächsten Mal NXT Pay-Per-View im Main Event. Ja. 30-Minute Iron Woman Match. Und du hast gesagt, ist noch nicht Zeit für ein Main Event. Was sagst du dazu? Ihr werdet sehen, dass es sehr, sehr schnell zu Langeweile bringen wird. Obwohl die Fans haben es zwar gefeiert, hätte ich echt nicht gedacht, aber 60 Minuten, oder nee, 30 Minuten ist trotzdem lange Zeit, selbst für Männer. Ein Männerkampf, so ein reiner Männerkampf, ist sehr schwer. Obwohl ich natürlich ein großer Fan von Banks vor allen Dingen bin, aber ich glaube nicht, dass die 30 Minuten. Du glaubst, es wird nicht den Erwartungen gerecht? Das glaube ich nicht. Bin ich sehr. Wer bei den Forward Dance jetzt? Das wäre besser, 30 Minuten würde gehen, da gebe ich dir auch recht, wenn du das sagen wolltest. Wieso gab es eigentlich noch nie einen 4-Way Iron Man zum Beispiel 30 Minuten? Also es gibt ja immer nur die Single Iron Mans. Ist eigentlich schade, weil. Das gab es schon, oder? Bei WWE? Nee. Okay. Ja. Also ich kann mich erinnern, mal einen kommentiert zu haben auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, gab es generell schon. Ja, ich will aber mal zu dem Match möchte ich dir nur schnell sagen. Also, als ich die Ansätze gehört hatte, habe ich nur gesagt, okay, 30 Minuten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mich 30 Minuten lang unterhalten. Kann ich persönlich nicht vorstellen. Also, ich muss euch leider widersprechen. Wobei das Match lang war, letztes Mal. Ganz ehrlich, ja, genau. In Brooklyn war das Match lang und das Match war sehr stark. Aber es ist eine andere Geschichte, wenn du gegen jemanden kämpfst und 30 Minuten Zeit hast, als wenn du ein Match hast und einfach versuchst, einen Pin zu machen. Bei 30 Minuten, ich nehme sehr stark an, wenn es wirklich ein Iron Woman Match ist, dann wird es nach Pins wieder gezählt. Das ist eine ganz andere Psychologie, wie sie da rangehen werden. Und da kann ich mir nicht vorstellen, also 30 Minuten wird lang. Also ich hab nicht unbedingt Lust drauf. Ich habe umso mehr Lust drauf, ja, muss ich sagen. Ich würde das. Warten wir mal ab. Ich würde sagen, wir werten es nachher dann aus, wie es entsprechend war. Genau, Miss Bella Orton hat uns geschrieben auf YouTube, ich bin froh, dass sie gewann, lieber Nikki als AJ, sie verdient es auch. Also hinsichtlich, wer hat es mehr verdient, ist... Kannst du sie blocken oder irgendwas, wer das auch geschrieben hat, ganz ehrlich? Ich freue mich über niemand. Ich freue mich über Miss Bella Orton. Das geht doch einfach Lucky, nicht. Lucky, ruhig. Genau, also sie hat sich gefreut, dass Nikki Bella Rekord-Championess ist. Dann Bam Bams Universe hat geschrieben,
geschrieben. Ich habe bisher jede Knockout-Ausgabe von euch gesehen. Dankeschön. Dankeschön. Was soll ich sagen? Ich fühle mich gut unterhalten. Weiter so. PS, ich hoffe ja, das Ding bei Night of Champion den Titel holt. Wenn auch vielleicht nur für einen kurzen Zeitraum. Er mag vielleicht nicht mehr so fit sein, aber rein vom Charakter her kann er immer noch eine Menge Leute in seinen Bann ziehen. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Wieder blockieren, bitte. Und ich glaube, dein also Wunsch... Also egal, es ist schön, dass er das guckt. Aber ich glaube, sein Wunsch wird erfüllt. Ich glaube, das Ding... den Gürtel holen. Habe ich dich überzeugt letztes Mal. Nee, der holt wir kommen jetzt zu den Tipps. Also, liebe Knockout-Schauer, wir machen das jetzt zum ersten Mal so. Special-Ausgabe am Wochenende, Night of Champions. Wir wollen hier die Tipps sprechen lassen und wir werden dann am Dienstag nach Raw wieder Knockout-Talk machen und da werden wir auswerten. Das heißt, Hosen runter. Wir fangen an mit der Card. Es geht los bei der Pre-Show-Kickoff-Match. Neville und die Lucha Dragons gegen The Cosmic Wasteland. Stardust und The Ascension. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich in den 90er Jahren Fantasy-Wrestling gemacht habe und mein Charakter hieß Stardust. Hat WWE geklaut. Ja, ist das richtig? Das ist das Problem mit Google und so. Die kontrollieren alles. Die sagen hier, der Booker in Deutschland. Der war's. Guter Mann, mal gucken, was der beim Fantasy Wrestling hat. Ja, also ich muss zugeben, ich hab die Karte noch nicht durchgelesen. Ich wollte mich auch gerade mit der Karte noch nicht spoilern lassen, deswegen schaue ich mal so Step by Step. Ja, gute Namen und die Ascension. Nein, ganz ehrlich, warte, die Ascension bei NXT sind richtig over, die sind richtig gut. Aber bei Raw oder SmackDown, die gehen einfach unter. Ich weiß nicht warum. Sind, weil das ist meiner noch fake. Ich glaube aber, der Kampf wird. Schrott, ja, genau. Nein, der Kampf wird nicht Schrott. Der wird schon gut und ich weiß, ich kann mir auch schon vorstellen, wer das Rennen macht. Ja, dann jetzt Tipps. Jetzt wollen wir Tipps hören. Dann fang du mal an, Balandi. Achso, ja, du hattest eigentlich angefangen. Naja, damit, dann mache ich weiter. Also ganz klar, Neville und Lucha Dragons. Irgendjemand dagegen? Ja. Ja. Okay, Ahmed bei Neville und Lucha Dragons, ja. Bin ich auch für. Lucky schließt dich an. Und zwar macht Neville den Pin, das kann ich euch auch noch sagen. Nein. Okay. Also ich setze ganz klar auf Stardust und The Ascension. Ja. Ist einfach für mich der Tipp, der da funktioniert. Genau, ich denke auch, dass Stardust das und macht. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist mal eine interessante Konstellation, drei Leute zusammen und es ist ja immer... Wenn so eine Dreier-Kombo als Gruppierung sich entwickelt, das ist ja für den Single-Wrestler, der da an der Spitze steht, dass dem zugearbeitet wird. Legacy war, glaube ich, das letzte Mal so ein bisschen das bekanntere Thema. Da war es für Randy Orton und da haben Ted DiBiase und Cody Rhodes auf ihn zugearbeitet. Vielleicht kann man sowas hier auch erwarten. Das Gleiche funktioniert aber auch von den Lucha Dragons für Neville, richtig? Von der Psychologie her? Ja. Ingo, was sagst du denn? Ja, genau, also wir haben 2-2. Ich schließe mich bei Valandi und Mike an. Cosmic Wasteland, also ich bin der Meinung, die brauchen jetzt auch ganz dringend. Weil sie einfach einen Namen zu dritt haben, okay. Ich denke... Ich hoffe ja, dass... Ja, einen Namen zu dritt finde ich schon mal ganz gut. Ja, der Punkt ist übrigens, einfach... Übrigens, also Cosmic Wasteland und Comic und so, ne? Also habe ich... Valandi hat wieder ein wunderschönes T-Shirt. Ja, extra nochmal rausgekramt. Ja, läuft ne? Danke. Ja, also ich muss zugeben, ich bin eher der NXT-Experte. Weniger jetzt, also gerade Raw, SmackDown und so weiter. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was für eine Position Stardust und die Ascension gerade... Also Stardust hat bisher noch nicht so ganz viel gerissen. Das habe ich aber mitbekommen. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass er noch ein bisschen mehr erreicht. Ja, aber das merkt man schon jetzt am Anfang. Man versucht ihn jetzt von unten nach oben ein bisschen rauszuholen. Und ich denke auch, dass er das Rennen machen wird. Also ich muss da ein bisschen widersprechen, dass er gar nichts, also erstmal er hatte diese Auseinandersetzung gerade vor ein paar Wochen mit Green Arrow mit dem Darsteller gehabt und er war immer regelmäßig in den Sendungen positioniert und auch gut positioniert und bei der einen oder anderen Show, wo ich dann halt auch mal der ich meine Stimme verliehen habe, da war es wirklich so, der ist präsent. Der ist nicht nur durch ein Match präsent, sondern durch Segmente präsent. Der bringt so was Einzigartiges aber da rein, was eine Abwechslung einfach. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei den Raw-Shows, da kommt ein Run und dann ist der Kampf vorbei. Man sieht kaum wirklich was. Also hier im deutschen Fernsehen sehen wir fast gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es in Amerika, wie viel davon gezeigt wird. Mhm. Aber jedenfalls hier gab es den Kampf...
wo, also den, diesen Dreier gegen Dreikampf sollte ja schon existieren, die sind reingesprungen, glaube ich, haben die rausgefolgt und auf einmal war alles Ende, da geht schon der nächste Kampf los. Ja, also ich würde Stardust ja auch ganz gerne alleine sehen, ich will, kann mir den auch das gut im Titelrennen vorstellen. Ich also hoffe, uns überzeugt ihr nicht, oder? Nee, lass mich einmal weiter. Also, wir werden sehen, okay, nächstes Match. Interessante Geschichte natürlich, Dolph Ziggler trifft einmal mehr auf Rusev. Ich denke, da war es ursprünglich natürlich geplant, dass die beiden Damen mit dabei sind. Lana hat sich jetzt das Handgelenk gebrochen. Ist mir übrigens auch schon mal passiert. Ich glaube, 3 Monate sind das in etwa, dass die man raus ist. Dass du das Handgelenk gebrochen hast. Sehr lustig. Nein, in meinem einzigen wirklich großen Wrestling-Match habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Genau. Also, deswegen Ziggler gegen Rusev wieder und. Was heißt denn wieder? Helf mir mal bitte auf die Sprünge. Wie genau, gesagt, bei NXT habe ich nicht gesehen. Gefühlte 17 Mal. Naja, doch, da war mal was. Tatsächlich. Nee, also es rankt sich so ein bisschen über die beiden, um die beiden Frauen. Einmal Lana auf der einen Seite, dann Summer Rae, die so ein bisschen die Fake Lana eben ist, an der Seite von Rusev. Jetzt ist es so, dass Summer auch so ein bisschen auf Dolph Ziggler schaut und der hat ihr auch ein kleines Geschenk gemacht. Ach so, ja, okay, das habe ich natürlich gesehen, selbstverständlich. Also es das wirkt alles Lana? Ein bisschen wie GZS. Nee, das war nicht Lana. Das ist auch schon Promi-Flash, ne? Das ist ein guter Fake dann, ehrlich gesagt, weil ich habe gesehen, ich dachte, das war Lana. Ja, natürlich, die Story ist ein Desaster, ohne Zweifel. Gar nicht so. Ganz ehrlich, die Story finde ich ganz interessant. Also es ist eine gute Midcard-Story. Finde ich auch, absolut. Ganz ehrlich? Nein. Ja, doch, wieso? Nein. Wieso? Okay, nein, du hast das nicht mehr falsch. Sie haben ja vorher gesagt GZSZ, beziehungsweise Berlin Tag und Nacht hat es einer gesagt. Dafür ist es ganz okay. GZSZ nur gesagt. Ja, GZSZ, dafür ist ganz okay. Ich finde auch klar, es geht natürlich um viel Intrige, Eifersucht, drum und dran. Trotzdem hat man mit den beiden Leuten, mit Ziggler und Rusev, eben zwei recht starke Leute hier im Ring auch. Also ich denke, es wird ein sehr starkes Match. Der Punkt ist, es wird schwer zu werten sein, weil wir können sehr stark davon ausgehen, dass die Damen sich in irgendeiner Form da einbringen werden. Nee, Lana nicht, Lana. Weil die ist verletzt. Ist sie absolut nicht da, aber ein Handgelenk bist du trotzdem stand zu laufen, oder? Nee, sie hat noch ein Foto gepostet, wo sie im Krankenhaus ist. Ja, gerade erst. Okay, also, ja, okay, das wird dann wahrscheinlich schwierig. Okay, dann ist es ja noch schwieriger wahrscheinlich zu sagen, wer jetzt da irgendwie die Hand, wer da irgendwie vorne rein wird. Puh, weiß ich nicht, ganz schwierige Sache. Ja. Also, ich bin ganz fest der Meinung, Russo wird das Ding. Russo wäre eine Variante, vielleicht casht er ja ein Main-Event. Ich habe das immer so mit Namen bei mir. Also Mike für Rusev. Und mein Wunsch dazu ist, dass die Story dann zu Ende ist. Gut, Valandi erstmal weiter. Valandi und Ahmed, entscheidet euch mal. Ich tippe da auf Ziggler. Ja, ich wiederum sag auch Rusev, aber muss ich enttäuschen, es gewinnt ganz sicher Rusev, aber die Storyline geht garantiert weiter. Nee, das ist mir schon klar. Ich sag ganz klar, es wird eine Disqualifikation geben durch Summer Rae. Ja, aber wer gewinnt, das ist ja die Frage. Dass da irgendwas passiert, denke ich auch. Dolph Ziggler. Ziggler ist lucky für, okay. Nee, gut. Er ist nicht dafür, der sagt es. Was sagst du denn? Ich sage, oh, ist echt mega schwierig. Ich sag auch, das wird irgendwie ein Durcheinander enden. Ich sag auch Dolph Ziggler. Ja, jetzt hatten wir Ahmed, wen hast du gesagt? Rusev auch, ne? Genau, also ihr beiden. Ich hatte Ziggler. Ja, genau. Gut, also, gehen wir weiter. Dann Wyatt Family gegen Ambrose Reigns und Fragezeichen. Wir haben gesagt, The Rock könnte es sein. Ob er es wirklich ist, wissen wir nicht genau. Ja, gut. Ist sehr schwierig, Kiste. Ist schwierig zu. Ich habe eine Umfrage gelesen und da gab es die Idee, dass es irgendeiner von NXT sein könnte. Das war eine der, ich glaube, war die zweitmeistgegebene Antwort. Die meiste war The Rock, zweitmeiste war einer von NXT. Ich persönlich glaube nicht, dass da irgendeiner von NXT auf einmal erscheint. Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich nicht so mitbekommen, mit wem Braun Strowman Ärger in NXT hatte. Also wenn ja, würde er vielleicht da irgendwie sich was ergeben können, aber ich halte es sehr unwahrscheinlich. Deswegen wird es wohl The Rock sein. Was ist mit Rikishi? Rikishi wurde aufgeworfen, hat doch jemand bei uns in den Kommentaren bei Facebook gesagt. Halte ich wohl sehr unwahrscheinlich. Ja. Weil das ist dann nicht der Big Draw, wo die sagen, wow, Rikishi. Ja, aber es ist Familie, ne? Also das ist schon Rikishi richtig. Ja, wobei, dann kam jetzt bei SmackDown wieder, dass Roman Reigns zu Dean Ambrose gesagt hat, Dean Ambrose hat einen Anruf getätigt.
ist halt auch wieder weniger, so reinge- ja. Also weiß man nicht. Austin. Ja, ja. Mick Foley. Nee, der Punkt ist nämlich, weil du möchtest ja jetzt einen Tipp von mir haben und wenn es The Rock ist, dann sage ich, The Rock alleine gewinnt. Ja, ohne Ambrose und Reigns. Ist natürlich die Frage, wer ist Mann Nummer 3? Das ist natürlich ausschlaggebend, also zu sagen, wer gewinnt. Aber ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass er The Rock ist, behaupte aber trotzdem, egal wer es ist, sie werden gewinnen. Ja, okay? Ja, ja. Ich schließe mich Ahmed da mal an, weil ich denke, da haben sie den Überraschungsfaktor natürlich. Genau. Es war jetzt so, Wyatt Family hat zweimal nacheinander gewonnen, war halt immer so, hatten die Überraschungen auf ihrer Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch einen Ass rausziehen können und es sollten jetzt die anderen beiden mal gewinnen. Ansonsten sieht es aber sehr duster aus. War ja auch unsere Frage der Woche, haben wir auch ein paar interessante Antworten gehört. Ich hatte das auch auf meiner neuen netten Facebook-Seite auch als Frage gestellt, kamen auch sehr interessante Sachen raus. Also Cesaro kam dann auch als Option auf jeden Fall, weil er kein Match an dem Abend hat. Mhm. John Cena tauchte überraschenderweise ein paar Mal auf. Weiß ich nicht, ich bleibe aber auch bei dem Tipp eher so. Ich denke, dass Reigns, Ambrose und Fragezeichen, wer es auch ist, dieses Match gewinnen werden. Gut, Lucky und Mike. Ich schließe mich euch an. Ja? Okay. Ja, Mike? Eigentlich, um das ganze Ding zu gewinnen. Das war klar. Ne? Aus Prinzip müsstest du jetzt sagen. Du kannst jetzt mit einer richtigen Antwort alle Punkte abräumen. Gewinnen dann, wa? Ja. Ich glaube auch, ihr habt recht, aber ich tippe auf die anderen. Gut, also Mike ist aber billig. Nö, schon couragiert. Nee, aber billig, wenn er das ansagt. Ja. Gut, Tag Team Title steht auf dem Spiel. Ja. Das ist ein Match, was mich persönlich sehr interessiert. Wir haben... Gibt das Theater schon wieder los? Denke, Lucky muss tanzen. Hat eigentlich einer diese Just Keep Dancing, das Just Keep Dancing Hashtag mitbekommen? Nee. Oh ja, doch. Ich auf meiner Facebook-Seite auch nicht gesehen, wie die tanzen. Aber, nein, also. WWEler tanzen. Ja, ja, die tanzen. Für einen guten Zweck. Genau, genau. Aber wir sind jetzt. Ja, ich hab das auch schon. Wir sind heute zeitlich ein bisschen eng, deswegen bleiben wir bitte beim Thema. Dudleys gegen The New Day. Ich fange gleich als erstes an. Ja. New Day gewinnt. New Day. Mike, ganz großer New Day-Fan. Nein, nicht nur, weil ich ein großer Fan von dem bin. Ja. Ich würde mal sagen, alles andere würde jetzt auch keinen Sinn machen. Mhm, okay. Also, New Day sind natürlich auch zu dritt, die anderen beiden sind nur zu zweit, also einer ist Ringside noch, ja. Ich denke, New Day wird verlieren, ja. Obwohl ich total dagegen bin. Ja. Aber, ganz ehrlich, die... Ich krieg grad die Dudley, Mikro, du sollst dich auf den Tisch haben, weil du stellst ja, den Tisch. Ja, ich bin ein bisschen der Aggressive. Er ist halt drin, ne? Ja, ich bin drin. Der junge Löwe, ne? Also, die Dudleys werden definitiv gewinnen, weil das 10. Mal Tag Team Champions, ganz klar, die brauchen das. Ich denke auch nicht, dass die Dudleys sehr die lange... Die haben die Motivation nach 10 Jahren 10 Titel. So sieht's aus. Und ja, dann, ich glaube nicht, dass bei so viel Titelwechsel, die jetzt passieren werden, die ich glaube, dass da der Titel... Doch, ist. Also interessant ist tatsächlich, ja. Night of Champions, das letzte Mal, dass... diese 5 Titel auf dem Spiel standen, war sinnigerweise genau letztes Jahr Night of Champions. Ja. Und wenn die so Titel auf dem Spiel standen, also der einzige Titel, der seit dem letzten Jahr nie gewechselt hat bei einem Pay-Per-View, war tatsächlich der Tag Team-Titel. Wenn ich das so vorher alles richtig herausgeschrieben habe. Und ich glaube tatsächlich auch bei dieser Show wird der Tag Team-Titel nicht wechseln. Das heißt, das ist aber auch Blödsinn von mir gerade gesagt. Also wenn alle Titel auf dem Spiel standen, weil New Day hat ja, ich glaube bei Extreme Roots die Tag Team-Titel mal gewonnen. Man muss aber auch dazu sagen, die Tag Team Division war letztes Jahr definitiv nicht so heiß wie dieses Jahr und die Contender waren auch nicht so stark. Ne? Gut, also übrigens. Wollte ich auch mal erwähnen, dass ich ein riesengroßer New Day-Fan bin, ebenfalls. Ja, ja, ja. Also ich ziehe mir ja nie die Entrances oder so rein, das ist schrecklich, aber bei den Jungs auch. Das gleiche habe ich auch schon gesagt. Ich gucke den Talk auch, ich hab's gehört. Ich gebe dir da recht, ich finde die Entrances so cool. Ich hab letztens Wessner noch die Entrances gezeigt. Ich meine, kennst du die Entrances? Ich meinte, nein, ich sage, weiß nicht, die muss ich dir ansehen. Ist auf YouTube gesucht. Super, ne? Alleine beim letzten Mal Save the Table, weißt du so, das war. Es könnte, also ich stelle die Theorie auf die Posaune. Es könnte, die Posaune von Xavier Woods könnte eventuell
das Megafon von Jimmy Hart ablösen als genau, und da kommen wir auch gleich, danke für den Übergang, zu meinem Tipp. Ich sage, dass tatsächlich die Dudleys gewinnen, aber nicht den Titel. Ah, okay. Okay, ja, Ahmed sagt die Dudleys und ich füge mal in Klammern dazu durch DQ. Vielleicht durch den Tisch oder so. Ah, das ist sehr intelligent. Ja, ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Nee, ich glaube. Okay. Ich schließe mich trotzdem bei New Day an. Ich kann mir vorstellen, also durch den Mengenfaktor 3 gegen 2 werden sie da schon irgendwie eine saubere Lösung finden. Ist auch voll, dass Valani, Ingo und ich immer fast einer Meinung sind. Ah ja, okay. Nur einmal habe ich mich gegen euch gestellt. Ja, das einfach aus Prinzip. Wobei ich hätte auch gerne wieder einen Siegestanz von New Day. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist natürlich traurig. Ja, das wäre traurig. Gut, wir kommen zum Divas Title Match. Da haben wir das ist einfach. Also jetzt werde ich sauer. Jetzt ganz bleib. Er hat sich vorhin auf die Zunge gebissen. Ich möchte erstmal dieses Match ansagen. WWE Divas Championship Match. Titelwechsel auch bei Countout oder Disqualifikation. Natürlich bei Pinfall und bei Submission. Ebenfalls Nikki Bella verteidigt ihren Titel gegen Charlotte. Also wenn sie jetzt verteidigt nicht den Titel gegen Charlotte, okay? Sie wird verlieren, definitiv. Charlotte wird es machen. Und wenn sie, ist mir so scheißegal, und wenn sie gewinnt, ich schwör's euch, am Dienstag, das gibt richtig Ärger. Ich werde richtig durchdrehen. Nikki Bella darf nicht gewinnen. Sie hat keine Ahnung, wie man catcht. Sie sieht einfach nur toll aus. Und das werde ich nicht unterstützen. Wenn Nikki Bella gewinnt, ich tippe auch mal auf Nikki Bella. Ich werde einen Run-In machen. Wenn wenn Nikki Bella gewinnen sollte, Lucky, was machst du dann? Run-In. Ich mache einen Run-In. Nein, was machst du? Ist ein bisschen weit. Was machst du am Dienstag dann? Lasst euch einfach überraschen. Dann überlegen wir uns was. Gerne in die Kommentare, was Lucky dann machen könnte. Dann küsst Lucky vor der Kamera hier ein Nikki Bella. Wenn die Fans eine bessere Idee haben, können wir die auch gerne nehmen. Also ich komme mal zu meinem Tipp, weil wir sind leider ein bisschen knapp dran. Also ich wollte mal nur erwähnen, ich fand das voll blöd. So, jetzt ist der Rekord eingestellt, jetzt machen wir mal, egal was du tust, egal wie, du wirst auf jeden Fall Champion beim nächsten Mal. So wirkte das ein bisschen für mich. Ja. Fand ich voll blöd. Und wenn das auch noch passiert, dann ist es noch blöder, ehrlich gesagt. Also ich fand es ja sehr, sehr unspektakulär, dass man gesagt hat, okay, jetzt Disqualifikation und jetzt egal, läuft das halt so aus, irgendwie Rekord ist gebrochen. War sehr unspektakulär, ne? Ja, und auch super bescheuert. Also, wenn Nikki Bella das Ding nochmal gewinnt, dann werden die Leute echt sauer. So wie wir an Lucky gerade gesehen haben. Mhm. Ergibt Sinn. Könnte ganz gut sein, aber dass Charlotte jetzt wirklich auf Biegen und Brechen, weil jetzt hat ja Nikki Bella gar keine andere Chance mehr. Sie kann ja praktisch nur noch verlieren. Finde ich ein bisschen schwierig. Dein Tipp? Mein Tipp ist trotzdem, dass Charlotte das machen muss. Sie muss ja irgendwie. Es wird ja dahin gezwungen. Okay, Ahmed tippt auf Charlotte. Mike? Puh, am Anfang dachte ich, das ist eine ganz einfache Frage, da war ich ganz sicher, Charlotte gewinnt. Aber jetzt nach euren Kommentaren bin ich jetzt unsicher geworden. Aber ich glaube auch, dass Charlotte das Rennen machen muss. Charlotte tippt Mike drauf, Valani? Richtig. Ich tippe auf Nikki. Der Einzige, der sich mir anschließt. Nein, ich halte es auch eigentlich. Nikki ist ja nun mal halt auch das, was eine Diva auszeichnet. Ne? Also eine Diva. Wir sind jetzt bei dem Begriff Diva, deswegen nicht Rekord. Sind hier bei dem Begriff Diva. Sie ist Rekord, Divas Championess. Ja. Und das strahlt sie aus. Ich habe ja immer noch im Hinterkopf das auch, was Paige mal beim Steve Austin Podcast gesagt hat. Sie will den Titel gewinnen und daraus wieder einen Women's Title. Das machen. Ist vollkommen und, richtig. Ja, lass mich und kurz sagen, dass deswegen glaube ich, weil Paige haben wir ja auch im Hintergrund, wir haben am letzten Talk, den wir natürlich auf unserem Channel immer wieder uns gerne dann angucken. Nein, die Sache ist ganz einfach. Es rumort bei Paige und jetzt hat Charlotte eigentlich die Möglichkeit, diesen Titel zu gewinnen. Ich glaube, irgendwann explodiert Paige, verbockt das ihren Partnerinnen. Aber dann haben wir die Divas Revolution sozusagen bekommen. Dann irgendwann kann sie dann Nikki den Titel abnehmen und Paige kann ihr eigentliches Ziel,
das sie selber formuliert hat, daraus wieder einen Women's Title zu machen, erfüllen. Ja. Und dann haben wir dieser Divas Revolution auch einen Endpunkt gegeben. Also ich halte es für möglich, bleib aber trotzdem bei Charlotte. Okay, gut. Wir haben 3 auf Charlotte, 2 auf Nikki Bella. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Paige ihr in den Rücken fällt. So, IC, wir müssen ein bisschen Gas geben. IC-Title-Match. Ryback Champion setzt seinen Titel aufs Spiel gegen Kevin Owens. Gut. Fange ich als erster an, gleich Kevin Owens für mich, weil Kevin Owens auch mit Titel einfach mehr ausstrahlt. Ja. Der ist einer, der identifiziert sich mit einem Titel und ich bei Night of Champions ist der Rahmen, wo er einen Titel gewinnt. 100%. Und der gewinnt den Titel gegen Ryback. Mike, ich glaube, es wird eine recht einfache Nummer. Owens, ja. Owens Lucky auch. Ich kann das nicht werten, weil ich werde den Kampf nicht gucken. Trotzdem möchte ich einen Tipp von dir. Gib doch einen Tipp. die Frage ist, Ryback hat gerade einen ziemlichen Punkt. Ahmed hasst übrigens auch Kevin Owens. Ja, Owens und Ryback. Beide. ich weiß nicht, beide fallen irgendwie in ein tiefes Loch und keiner gewinnt oder so. Also was sagst du? Draw. Ja, es gibt keinen Gewinner. Aus irgendeinem Grund gibt es keinen Gewinner. Ja, und am Ende passiert das genau. Ja, yeah, okay, no contest. Ahmed, genau, also ich sage auch Kevin Owens, ich denke, Projekt Ryback ist auch ein bisschen gescheitert aktuell. Also ich habe das Gefühl, Ryback hat nicht mehr die Power, dass er sich den die Titel halten kann. Aber Kevin Owens fände ich ganz interessant als Champion. So, wir kommen zu den beiden Hauptattraktionen. Seth Rollins verteidigt beide Titel, US-Title und Heavyweight-Title. Da haben wir schon Tipps einmal abgegeben. Ich habe gesagt, John Cena wird den US-Title gewinnen und gegen Sting wird Rollins das Ding einfahren. Gab es mittlerweile einige Diskussionen und einige andere Möglichkeiten. Was sagt ihr? Fange ich an? Ich habe ja eh gesagt, das Ding gewinnt, ist ja klar. Das ist ja. Malandi, das ist klar. Ist klar. Na, für mich, ne? Das ist, ist relativ. Cena oder? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Rollins beide Titel verlieren könnte. Okay, dann Malandi auch bei John Cena. Ja, gut. Mike? Ich glaube, er gewinnt gegen John Cena. Ja. Verliert gegen Sting und dann wird Money in the Bank eingelöst von Sheamus. Und Sheamus holt sich den Titel. Ach, das wäre so schrecklich. Das wäre aber interessant. Bei mir ist mit Sheamus genau das. Ich kann mir die Sheamus-Matches nicht angucken. Ja, ich auch. Sheamus im Three-Way mit Ryback und Owens. Das wäre der Wahnsinn. Ich finde Sheamus ja ganz gut. Denke auch, dass er versuchen wird einzucashen und ob er es schafft, ist eine andere Frage. Aber gegen Sting könnte ich es mir auch gut vorstellen. Ist er denn gerade beliebt, Sheamus, oder ist er gerade? Nein, unbeliebt. Ja, er ist unbeliebt, er hat den Money in the Bank Koffer, er hat kein Match beim Pay-Per-View und er hat mehrfach Rollins jetzt schon konfrontiert und hat gesagt, hier, Koffer. Gerade die letzten beiden Male bei SmackDown. Dann gebe ich absolut komplett bei allen drei Geschichten, also einmal bei den Ergebnissen jeweils. Also du hast gesagt, Cena verliert, richtig, und das Ding gewinnt. Ja, sehe ich auch so. Und dann ja. Oha, also noch einer, der denkt, dass Rollins beide Titel verliert. Nein. Cena verliert. Ah, Cena verliert. Rollins gewinnt gegen Cena und Sting, wobei ich kann mir einfach Sting absolut nicht als Champion vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn er Champion ist, dass einfach Sheamus reinkommt. Ich weiß nicht, was er, also er hat da so 3 oder 4 Moves, glaube ich, die er macht. Dass er einfach guck mal, Lucky hadert schon. Er will jetzt endlich. Wir haben 2-2 jeweils bei den Main Events. Also, man kann sagen, was man will, aber sie sind spannend. Ja, gut, das stimmt. Also gerade die Konstellation ist sehr interessant auf jeden Fall. Das ist wirklich interessant. Man will auf jeden Fall wissen, was Seth Rollins machen wird. Ich meine, irgendwas muss er machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er beide Titel verliert. Kann ich definitiv nicht vorstellen. Ohne Taktik geht er auch nicht rein. Ja. Ohne Taktik wird er definitiv nicht reingehen. Von daher denke ich erstmal, Cena gewinnt. Ja, Cena gewinnt. Welches Match? Cena gewinnt. Lucky, okay. Und Rollins wird gegen Sting gewinnen. Ja. Sheamus wird den Koffer einlösen wollen. Aber es wird nicht klar. Warum?
Aus irgendeinem Grund. Es wird nicht klar. Okay, okay. Es ist so hatten wir Ryback, letztes Jahr. Sondern Ryback und Kevin nicht klar. Hatten wir übrigens letztes Jahr. So, Herrschaften. Es ist so offensichtlich. Ich habe gerade gehört, uns ist die zweite Kamera ausgefallen. So, eine läuft hoffentlich noch. Ich denke, die dort hinten. Heute haben wir mal richtig deswegen, genau, wir haben jetzt eine halbe Stunde Talkzeit, liebe Fans. Es hat uns viel Spaß gemacht zu tippen. Dienstag sehen wir uns wieder. Wir planen übrigens gerade... Darf ich kurz zwischenhaken, ob das wirklich zu lang war? Wollen wir auch als ja, Frage. Ja, sagt dann. Uns, ist euch das zu lang oder nicht? Wir haben bald ein sehr großes Special, auf was wir im Hintergrund planen. Seid gespannt. Ansonsten YouTube-Channel liken, kommentieren und ja, sagt euch eure Tipps für Night of Champions. Wir sehen uns nach Raw wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.